Volksfest-Atmosphäre in der Jahn-Sportstätte zu Niesky. 4000 Zuschauer wollten sich die Sachsenpokalpartie zwischen dem FV Eintracht Niesky und Dynamo Dresden nicht entgehen lassen. Die Gastgeber, Tabellenführer in der Landesklasse Ost der 7. Liga. Die freuten sich riesig auf dieses Spiel, das Team von Enrico Kuntke. Er sagte noch, wir werden alles geben, um die kleine Chance der Überraschung wahr werden zu lassen. Aber Dynamo ging das Spiel hochsouverän an. 9. Minute, Manuel Schäffler mit dem 0:1. Die frühe Führung für den Favoriten. Schäffler im letzten Heimspiel in der 3. Liga mit dem goldenen Tor gegen Preußen Münster. 2 Saisontore insgesamt. Er eröffnete diese Party. Idealer Start für das Team von Markus Anfang nach dem zuletzt Spielabbruch in Saarbrücken, als die Witterung keinen Fußball mehr zuließ. Das sah heute ganz anders aus. Mitte der ersten Hälfte Dynamo mit Schäffler, aber Alexander Sobczak mit einer Glanzparade. Der Torhüter der Gastgeber zeichnet sich aus. Geboren in Polen, als Jugendlicher unter anderem in Görlitz gespielt. Richtig stark in dieser Aktion. 5 Minuten später, Freistoß Dynamo. Tom Berger macht's direkt und wieder Sobczak. Der macht auf sich aufmerksam in dieser ersten Hälfte. Der 25-Jährige lenkt diesen Freistoß über die Latte. Das sind die Szenen, die man in so einem Spiel gerne mitnimmt. 32. Minute, dann aber Dynamo wieder im Vorwärtsgang mit Menzel. Der steckt durch und dann Robin Meissner frei vor dem Tor. Und er macht den Treffer 0:2. Tolle Kombination. Und der Abschluss von Robin Meissner. Manuel Schäffler hat dann noch seinen Fuß im Spiel. Tippt den Ball kurz an. Die Vorlage geht also auf sein Konto. Und dann trifft Meissner. Der kam vom HSV. Im Sommer hat noch kein Pflichtspieltor gemacht. Jetzt also der Premierentreffer für ihn. Und es ging gegen Ende der ersten Hälfte nochmal Schlag auf Schlag. Das ist Berger, der den Ball behauptet. Menzel mit der Flanke auf Dennis Borkowski. Traumhafter Kopfball zum 0:3. Dennis Borkowski in Liga 3, zweitbester Dynamo-Torschütze mit 3 Toren hinter Stefan Kutschke. Der hat noch einen mehr erzielt. Nahm heute aber auf der Bank Platz, bekam eine Pause. Und diesen Kopfball, den kann man sich ruhig nochmal anschauen von Dennis Borkowski. Und einer ging noch vor der Pause. Für Dresden. Wieder geht's über Berger und wieder geht es über Toni Menzel, der glänzt erneut als Vorbereiter für Robin Meissner. Der trifft zum zweiten Mal das 0:4 in Minute 42. Perfekte Abnahme, nimmt den Ball direkt aus der Luft. Einmal mehr keine Chance für Alexander Sobczak. Die Dresdner machten es standesgemäß schon vor der Pause. Bis hierhin läuft alles nach Plan für Dynamo. Zweite Hälfte, jetzt gab es endlich die Torschance für Eintracht Niesky. Freistoß, Zellarius auf Fritz Gedun. Der Kopfball aufs Tor von Kevin Broll, da muss sich der Dynamo-Torhüter zum ersten Mal strecken. Für ihn übrigens das erste Spiel seit dem Sachsenpokal-Viertelfinale in der letzten Saison. Damals hieß es 0:1 gegen Zwickau. Das will Dynamo natürlich besser machen in dieser Saison. Und sie sind auf dem besten Weg in dieser 3. Runde. Freistoß Jongmin Seo. Auch der zieht ihn direkt aufs Tor. Latte! Und dann setzt Jakob Lewald nach und drückt den Ball über die Linie. 0:5. Und da klatschen sie ihn ab, Jakob Lewald, aber dieser Treffer mit einem Aber versehen. Er ist gar nicht der Torschütze, denn der Ball hier noch nicht so gut zu sehen, aber in der nächsten Einstellung schon hinter der Linie
nach dem Lattentreffer von Jong Min-seo. Der 21-jährige Südkoreaner, also mit dem Treffer. Er darf heute mal Spielpraxis sammeln, kam in der dritten Liga noch nicht zum Zug und macht hier seinen ersten Saisontreffer. 70. Minute, Lemmer auf Borkowski und das ging jetzt einfach für Dynamo Dresden. 0:6, Doppelpack Dennis Borkowski. Der Ball hoppelt da ganz schön bei dieser Vorlage von Lemmer, der zur Pause eingewechselt wurde. Aber davon lässt sich Borkowski nicht beirren. Und so langsam wurde es ganz schön deutlich in diesem Spiel. Nur eine Minute später, jetzt durften sie spielen, die Gäste aus der sächsischen Landeshauptstadt. Und es folgt ein Traumtor von Jakob Lemmer. 0:7, was für ein schöner Treffer. Toller Abschluss von der Strafraumgrenze. Niskis Kapitän Sebastian Berg kommt da zu spät angegrätscht. Der Ball, der ist schon unterwegs in den Knick. Den Schlusspunkt setzte Dresden dann in Minute 86. Querpass von Lemmer auf Ömichen. Der hat viel Platz, nimmt den Ball da einmal mit und legt nochmal quer auf Dennis Borkowski. Und dann funktioniert auch das Dreierpack für ihn. Er krönt seinen Auftritt mit einem Hackentreffer. Die beiden schönsten Tore des Tages hebt sich Dynamo also zum Schluss auf. Erst das Traumtor von Lemmer, jetzt Borkowski. Dynamo Dresden gewinnt also standesgemäß höchst souverän mit 8:0 beim FV Eintracht Niesky. Und schon vor dem Spiel hieß es, Niesky ist Dynamo-Land, dementsprechend viele Dynamo-Fans hier. Sie fluteten den Platz nach dem Spiel auf der Jagd nach Autogrammen. Und alle werden sich noch gerne an diesen Tag zurückerinnern. Dieses Spiel war echt krass. Ich denke, super Erfahrung für jeden Spieler, für jeden Semi-Profi-Spieler, ja, gegen Dynamo-Spielern. 8 Gegentore ist immer schlecht für Torhüter, das stimmt. Aber trotzdem, gute Erfahrung für mich, gute Einheit. Glückwunsch für Dynamo und Glückwunsch auch für Niski-Männer. Ja. Das Wichtigste war für uns, wir wollten uns nicht verstecken. Klar, ein bisschen defensiver angehen ist klar. Aber wir wollten mutig sein, wir wollten dann auch versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Und da hat heute manchmal so, nur so ein Kontakt, ja, so ein bisschen Genauigkeit gefehlt. Dann hätten wir wahrscheinlich auch zumindest dieses Ehrentor erzielen können. Aber trotzdem, die Jungs haben das fantastisch gemacht und wir sind wahnsinnig stolz auf die Mannschaft auch heute. Ja. Es ist ein absolutes Highlight für den Verein, für die Jungs, die hier spielen. Also ja, definitiv. Gibt es dann trotzdem auch irgendwie so was ja, Sportliches, was man aus so einem Vergleich mitnimmt? Ja, die Erfahrung, die man daraus gesammelt hat, die Erfahrung gegen eine Drittligamannschaft, gegen den Ersten der dritten Liga zu spielen, wie die Jungs sich bewegen, was sie für eine Körperpräsenz haben, was sie für eine Spielintelligenz haben, da kann man sich so viel mitnehmen von den Jungs, das ist unfassbar. Es war nicht so ganz einfach auf dem Geläuf, aber wir haben es angenommen und haben das Beste draus gemacht. Dann ist natürlich eine frühe Führung immer ganz gut und haben das gut gemacht, haben uns gut kombiniert und ein bisschen Spielpraxis bekommen und das war ganz gut alles. Und wir haben jetzt den Spielern, die weniger Spielzeit hatten bisher, den haben wir halt Spielzeit gegeben. Ich bin froh, dass einige Spieler Tore gemacht haben, sich so diese Erfolgserlebnisse geholt haben, Spielpraxis geholt haben und dass alle gesund vom Platz gekommen sind. Ich glaube, das war ganz gut. Ja, ganz gut. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Dynamo zieht standesgemäß ein ins Achtelfinale mit 8:0 in Niesky und die Gastgeber, die werden sich noch lange an diesen Tag zurückerinnern. Und dabei werden die 8 Gegentore wahrscheinlich auch nicht mehr die allergrößte Rolle spielen.